Die Enthüllungen über ein Geheimtreffen von AfD-Politikern mit führenden Rechtsextremisten hallen nach. Der Bundestag wird übermorgen darüber debattieren. Und AfD-Chefin Weidel trennte sich von ihrem persönlichen Referenten, der teilgenommen hatte. Zugleich empörte sich Weidel über die Berichterstattung der Medien und die Arbeit der Journalisten von Korrektiv. Aus Berlin Christiane Hübscher. Alle Behauptungen seien unwahr. So geht Alice Weidel in die Offensive und nennt die Korrektivrecherchen einen der größten Medien- und Politskandale der Bundesrepublik. Es habe sich nicht um ein Geheimtreffen gehandelt, sondern um eine private Zusammenkunft, die von diesen Korrektivaktivisten mit Geheimdienstmethoden unter Missachtung von Persönlichkeitsrechten infiltriert und ausgespäht worden war, um eine Verschwörungstheorie gleich zu Jahresbeginn zu konstruieren. Warum sie sich dennoch gestern Abend von ihrem Berater trennte, der an besagtem Treffen in Potsdam teilgenommen hat, diesen Widerspruch löst Weidel heute nicht auf, bestätigt aber einen Zusammenhang. Co-Chef Tino Chrupalla reagiert scharf auf die Frage, ob auch er bei den Treffen mit Neonazis dabei war, beruft sich auf die Versammlungsfreiheit. Und von daher geht sie, wo ich mich privat mit wem auch immer treffe, ich sage es so deutlich, einen feuchten Kehricht an. Die Demonstrationen gegen die in Teilen rechtsextreme Partei gehen weiter, so wie hier in Leipzig. Warnende Stimmen kommen von Politik bis Wirtschaft. Ich will kein Land, in dem es darauf ankommt, wo deine Großeltern geboren sind, ob du in diesem Land willkommen bist oder nicht. Das können wir uns gesellschaftlich nicht leisten. Es reicht auch nicht, sich dann von einem Büroleiter zu trennen, wie Frau Weidel es macht, nach dem Motto, ich habe davon ja nichts gewusst. Herr Chrupalla hat auch Erinnerungslücken und weiß nicht, ob er dabei war. Es ist erkennbar, die Indizien mehren sich. Auch die Debatte über ein AfD-Verbot wird weiter geführt. Doch für ein solches Verfahren scheint es bisher keine Mehrheit zu geben. Lieber politisch bekämpfen, hört man heute wieder öfter in Berlin. Die Enthüllung des Treffens hat einiges in Gang gesetzt. Nicht nur die Demos gegen rechts und die Debatte um ein AfD-Verbotsverfahren. Auch eine Kampagne gegen Björn Höcke bekommt viel Unterstützung. Über 1 Million Menschen haben online eine Petition unterschrieben, die den Thüringer AfD-Chef stoppen soll. Mithilfe des Grundgesetzes. Das ermöglicht es, Verfassungsfeinden einzelne Grundrechte zu entziehen. Christoph Desterell. Sich Rechtsextremisten entgegenstellen. Tausende taten das am Wochenende, gingen etwa in Saarbrücken, Potsdam oder Berlin auf die Straße. Sich einem Rechtsextremisten entgegenstellen, den Weg geht derzeit eine Online-Petition. Motto: unterschreiben und so Höcke stoppen. Kurz nach Mittag wurde die 1-Million-Marke geknackt. Warum gezielt den Thüringer AfD-Vorsitzenden angehen? Die Organisation Campact schreibt dazu: Höcke hetzt gegen die im Grundgesetz verankerte freiheitliche demokratische Grundordnung, die Erinnerungskultur in Bezug auf den Holocaust und Menschen mit Migrationshintergrund. Die Petition setzt auf das Grundgesetz, Artikel 18. Demnach können einer einzelnen Person einzelne Grundrechte entzogen werden. Begründung: Wer etwa Presse- oder Versammlungsfreiheit zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen, mit vielleicht weitreichenden Folgen. Das Bundesverfassungsgericht könnte Björn Höcke nicht nur einzelne Grundrechte entziehen, sondern auch anordnen, dass er, zumindest zeitweise, nicht mehr bei Wahlen antreten darf. 4 Verfahren über Artikel 18 gab es bislang, wie etwa 1974 beim früheren Herausgeber der Deutschen Nationalzeitung Gerhard Frey, verliefen alle ins Leere. Aber im Gegensatz zu früheren Fällen sehen Juristen bei einem Verfahren zur Grundrechtsverwirkung gegen Björn Höcke höhere Erfolgschancen. Denn er ist zweifelsohne einflussreich und bekannt. Und seine Äußerungen könnten vom Bundesverfassungsgericht als Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung gewertet werden. Höcke, den der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch einstuft, wertet die Petition als Angriff auf seine politische Arbeit. Das Ziel ist, der Oppositionelle als Un- bzw. Nicht-Mensch, dem logischerweise auch keine Grundrechte mehr zustehen. Der Rechtsstaat geht, ein neuer Ideologiestaat droht. Gut für Höcke, schlecht für die Petition. Alle früheren Verfahren nach Artikel 18 dauerten jeweils über 4 Jahre.
Bundesjustizminister Buschmann von der FDP will das Familienrecht modernisieren. In Berlin stellte er seine Pläne vor. Viele Kinder wüchsen heute in Trennungs- oder Regenbogenfamilien auf. Das bisherige Familienrecht hinke da hinterher, sagt Buschmann. Was sich etwa im Sorgerecht und für Adoptionen ändern soll, weiß Dominik Czepka. Zwei lesbische Frauen mit einem Kind. Die eine Frau ist die leibliche Mutter. Wenn auch die andere das Sorgerecht für das Kind bekommen will, muss sie es bisher adoptieren. Ein hoher Aufwand. Doch das will der Justizminister jetzt ändern. Das Familienglück gehört bei lesbischen Paaren genauso, bei vielen jedenfalls, genauso zu einer Vorstellung vom Glück wie bei heterosexuellen Paaren. Und dass wir es diesen Menschen in der Vergangenheit sehr schwer gemacht haben, einfach so behandelt zu werden vom Recht wie andere verheiratete Paare auch, finde ich, ist ein Handlungsauftrag und den wollen wir jetzt erfüllen. Eine lesbische Frau, die ein Kind erwartet, ist auch künftig die Mutter dieses Kindes. Nach den Plänen der Ampel soll bald auch die Partnerin der Frau die Elternschaft erhalten können. Auch ohne Adoption kann sie künftig die zweite Mutter dieses Kindes werden. Wir freuen uns wahnsinnig, dass die Politik sich endlich auf den Weg begibt, endlich Gleichberechtigung für Regenbogenfamilien und insbesondere für zwei Mütterfamilien zu schaffen. Das ist aus unserer Sicht lange überfällig. Mit der Reform will die Ampel außerdem leiblichen Vätern die Anerkennung ihrer Vaterschaft erleichtern. Und Kinder sollen wissen dürfen, wer ihr leiblicher Vater ist, wobei das Ergebnis keine Auswirkungen haben soll auf die rechtliche Vaterschaft. Aus den Reformplänen soll noch in diesem Jahr ein Gesetz werden. Im Sommer soll es dann den Bundestag passieren. Die Zahl der Organspenden in Deutschland ist vergangenes Jahr gestiegen, nach einem starken Rückgang im Jahr 2022. Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation spendeten 965 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe. Das waren 96 mehr als im Vorjahr. Nach wie vor bestehe ein erheblicher Mangel an Spenderorganen, sagt die Stiftung. In Deutschland warten knapp 8.400 Menschen auf eine Organtransplantation. Tag und Nacht haben die Menschen in den Hochwassergebieten in den vergangenen Wochen gegen die Fluten gekämpft. Niedersachsen will jetzt zusätzlich 110 Millionen Euro bereitstellen. Mit dem Nachtragshaushalt sollen unter anderem Privathaushalte und Firmen unterstützt werden, die Schäden wegen des Hochwassers haben. Der größte Teil soll in die Hochwasserbekämpfung fließen, zum Beispiel in mobile Schutzsysteme, um für mögliche neue Fluten besser vorbereitet zu sein. Es braut sich ein ziemlich unangenehmes und gefährliches Winterwetter über dem Süden und Südwesten Deutschlands zusammen. Das Tief Gertrud bringt sehr viel Schnee und tückischen Eisregen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremer Glätte auf Straßen und Wegen. Bäume könnten unter Schneelasten zusammenbrechen. Markus Wolsefer. Heute Mittag, kurz vor 13 Uhr. Millionen Handys warnen. Extreme Gefahr. Unwetter, Schneefälle, Glatteis. Die Lufthansa muss deshalb großflächig Flüge streichen, vor allem an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München. Wir versuchen, die Passagiere umzubuchen, so gut das geht. Aber das wird Auswirkungen haben, das Wetter, morgen und übermorgen. Erst am Freitag rechnen wir wieder mit Normalisierung. Bei 7.800.000 Quadratmetern Betriebsfläche viel Arbeit für den Winterdienst am Frankfurter Flughafen. Auf das Schlimmste bereiten sich auch viele Straßenmeistereien vor, wie hier in Wiesbaden. Mit bis zu 30 cm Schnee rechnen sie hier. Um 3 Uhr in der Nacht beginnt die Schicht. Klar ist, die Männer und Frauen können nie überall gleichzeitig sein. Wir räumen erstmal alle wichtigen Hauptverkehrsadern und alle Busstrecken. Und was auch wichtig ist, natürlich alle Zufahrten zu Krankenhäusern. Auch die Bahn rechnet wegen des Unwetters mit bundesweiten Auswirkungen im Regional- und Fernverkehr. Wer seine für morgen geplante Reise verschieben muss, kann sein Ticket auch später nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Katja Hornefer aus unserer Wetterredaktion weiß mehr. Guten Abend, Katja. Was genau kommt da auf uns zu? Das geht in der zweiten Nachthälfte los, und zwar von Südwesten. Da kommt erstmal Schnee an im Schwarzwald und dann wird da ganz schnell gefährlicher Glatteisregen draus. Und dieser Glatteisregen erreicht etwa bis morgen früh zum Berufsverkehr das Saarland, das südliche Rheinland-Pfalz und das nördliche Baden-Württemberg. Hier auf dieser Grafik sehen wir, was wir morgen genau erwarten. Denn nördlich von diesem Glatteisregen fällt auch kräftiger Schnee. Ungefähr von der Eifel bis zum Thüringer Wald erwarten wir schon morgen 10 bis 20, dann bis Donnerstag vielleicht sogar bis zu 40 cm Neuschnee.
Das betrifft viele Menschen. Wie geht's dann weiter? Am Donnerstag wird diese Front rückläufig, wie wir das nennen. Das heißt, sie ist ja von Süden herangezogen. Jetzt aber zieht sie nach Süden wieder raus. Dann ist aber die große Gefahr vorbei. Das heißt, der Regen geht dann wieder in Schnee über und verlässt uns langsam südostwärts. Also, wer kann, der sollte in den Risikogebieten zu Hause bleiben. Ja. Vielen Dank, Katja. Mehr von dir nachher. Und wer sich kurzfristig über Schnee und Glätte informieren will, mit unserer ZDF-Heute-App halten wir Sie auf dem Laufenden, wo es wie gerade aussieht und was es zu beachten gilt. Idefix, den kennen die meisten als cleveren Hund aus den Asterix- und Obelix-Comics. Für einen deutsch-französischen Weltraumrover soll der Name nun Programm sein. Der Idefix auf vier Rädern wurde heute vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum erstmal nach Japan geschickt. Von dort soll er dann 2026 zum Marsmond Phobos starten und dort ein bisschen rumschnüffeln, sprich die Oberfläche erkunden.